Genital hat gedacht, ich soll mal ein Praktikum machen von der Schule. Also mache ich heute mal ein Praktikum im Hotel Strandgut. Komm mal mit. Hallo? Ja. Hallo, ich bin Sandra. Ich wollte hier ein Praktikum machen. Herzlich willkommen in St. Peter-Ording, Sandra. Schön, dass du da bist. Ja. Also für den Anfang haben wir uns überlegt, dass du doch an der Rezeption anfangen könntest. Ja, an der Rezeption. Ja, gute Idee. Komm mal mit hinter. Ich darf Backstage? Ja, genau. Okay, dann gehe ich mal dahinter, weil ich ja zum Hotel gehöre. Also, ich muss dir jetzt hier mal einige Dinge erklären. Schau mal hier. Langweilig. Frau Hotelfrau, ich kenne mich hier aus. Ich habe mir schon mal ein Namensschild vorbereitet. Und Sie gehen jetzt dahin, wo Sie hergekommen sind. Und ich werde den Gästen jeden Wunsch von den Titten ablesen. Die Rippen verkleben, den Lippen ablesen. Na gut, also Sandra, das ist eine große Verantwortung. Mhm. Nimm sie bitte ernst. Wen soll ich nehmen? Du sollst den nötigen Ernst bei der Sache finden. Herr Ernst, bitte an die Rezeption, Herr Ernst, bitte. Na gut, ich bin dann mal weg. Ich komme später wieder, ja? Okay, ja. Tschüsschen, mit Küsschen. Okay, also wenn ein Gast kommt, sag ich, nee, dann sagt er Hallo. Dann sag ich, Hallo, willkommen im Hotel Strandgut. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise. Was kann ich für Sie tun? Kein Problem, ey. Eine meiner leichtesten, ey. Oh, dann kommt schon einer. Okay. Sie müssen Hallo zu mir sagen. Hallo. Was kann ich für Ihr Strandgut tun? Ich hoffe, Sie hatten ein gutes Herzlich Willkommen. Wie bitte? Hello in Germany. My name is Sandra. And you are? Ich spreche sehr gut Deutsch, danke. Mein Name ist Thomas Ernst. Ich habe ein Zimmer reserviert für heute und morgen. Oh, kleinen Moment, meine... Ja, hallo, Frau Hotelchefin. Ja, ich glaube, der Ernst ist jetzt da. Ja, wollen Sie mal hinkommen und sich ihn angucken? Ja, alles klar. Tschüss, mit Küsschen. Wieso informieren Sie die Hotelbetreiberin, dass ich angekommen bin? Ach, die Hotelchefin hat irgendwas von einem Ernst geredet. Und jetzt stehen Sie hier. Da habe ich 1 und 5 zusammengezählt. Na gut, ich würde dann gerne auf mein Zimmer. Ich habe, wie gesagt, für heute und für morgen reserviert. Okay. Ich guck mal im Computer nach. Heute und morgen. Die sind hier nicht gelistet. Wie heißen heute und morgen mit Vornamen? Die verstehen mich absolut falsch. Ich bin selber Thomas Ernst und ich habe für mich ein Zimmer reserviert. Außerdem müsste irgendwas für mich hinterlegt sein hier bei der Rezeption. Aha. Ja, was denn genau? Ich meinte einen Essensgutschein vom Hotel. Ich sollte an der Rezeption hier danach fragen. Ja. Ich finde hier irgendwie keinen Gutschein. Also langsam reicht es mir jetzt wirklich. Bekommen Sie überhaupt irgendwas gebacken? Ja, einen Kuchen. Ich werde eine schriftliche Beschwerde gegen Sie einreichen. Das kann ja wohl nicht angehen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, okay. Ich Dummerchen, habe ja noch gar nicht im Keller geguckt nach Ihrem Gutschein. Einen Moment bitte. Ich hab gerade was vorbereitet. Nimm das. Ja, super. Danke. So, da bin ich wieder mit Ihrem Essensgutschein, den ich direkt für Sie eingelöst habe. Der Gutschein war für ein anderes Restaurant gedacht. Um ehrlich zu sein, ich glaube wirklich, dass Sie hier fehl am Platz sind in diesem Beruf. Ja, ich wollte ja eigentlich auch ein Praktikum als Käserei-Fachverkäuferin machen. Aber die dicke Dörte aus meiner Klasse musste mir den Platz hier unbedingt wegnehmen. Na, Sandra, wie läuft's denn so? Perfekt. Darf ich vorstellen, Herrn Ernst? Ich verstehe nicht. Ja, Sie haben doch gedacht, ich soll den nötigen Ernst bei der Sache finden. Da ist er. Ob er nötig ist, weiß ich allerdings nicht. Also langsam reicht es mir wirklich. Ich komme mir wirklich veräppelt vor hier. Ja. Na gut, dann sag ich Ihnen jetzt mal was. Herzlich willkommen bei der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Ich komm lieber die ganze Kamera neben ihn. Oh, hab ich die ganze Zeit nicht gemerkt. Sie sind so eine
Nehmen Sie es uns bitte nicht über. Sandra, ich habe nie von einem Herrn Ernst gesprochen. Könnte ich jetzt bitte auf mein Zimmer gehen? Nein. Zimmer 203, entschuldigen Sie bitte vielmals die Unannehmlichkeiten. Sandra, ja. Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle hier nun das Praktikum beenden. Okay. Aber was ist mit meinem Abschiedsgeschenk? Ich verstehe nicht. Abschiedsgeschenk? Nee, ich habe euch doch die ganze Zeit hier vertreten. Muss ich doch ein Abschiedsgeschenk bekommen? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Warte mal kurz. Mhm. Sandra, ich habe einen Gutschein für dich zur Ausbildung als Käserei-Fachverkäuferin. Yes, that's the baby, yeah! Bitte. Entschuldigung, ich muss das hier richtig lachen. Ich habe nur Hände genügend. So, Herrn Genita hat gedacht, ich soll ein Praktikum machen. Also mache ich heute mal ein Praktikum in Hundstrellen dran. Tun. Und. Nochmal. Und. Nummer 3. Und bitte. So. Herr Genital hat gedacht, ich soll mal ein Praktikum machen von der Schule. Also mache ich heute mal ein Praktikum in Hostel. Scheiße, Hostel. Na gut, ich würde dann gerne auf mein Zimmer gehen. Wie gesagt, ich habe für heute für morgen reserviert. Ja. Wir sind genial, oder? Das ist aus dem Stand einfach. Okay. Okay. Hallo. Cut.